Die internationale Landwirtschaftsmesse steht im Herbst vor der Tür, 100 Tage noch. Was kann man sich von dieser Messe erwarten? Sie ist ja doch anscheinend eine der innovativsten in der langjährigen Geschichte. Ja, es werden die traditionellen Räderfirmen wieder bei uns ausstellen, aber auch Firmen aus dem Emviertel über Handel, Handwerk und Service. Auf der einen Seite gibt es wirklich zahlreiche Neuerungen. Ich denke da an die Landwirt-Forst-Arena, wo man Forstgeräte im Einsatz sehen wird. Es wird sich das Thema Zukunft hier durch das Messegelände durchziehen, auf der einen Seite mit zwei ganz neuen speziellen Hallen. Andererseits wird der Lebendtierbereich weiter ausgewertet. Auch hier wird es eine zusätzliche Halle geben. Und die besten Tierschauen des Landes findet man in Ried. Ried steht auf alle Fälle für Rinderschauen bei der Landwirtschaftsmesse, für Tierschauen. Wir werden heuer an den ersten Messetagen von Mittwoch bis Freitag wieder eine Eugenetik-Fleckfischau geben. Es werden hier Tiere ausgestellt von Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Kärnten, aber auch aus Bayern, mit denen wir auch in der Fleckviehzucht sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Die Landwirtschaftskammer nutzt eben die Messe immer wieder als Schaufenster für die bäuerliche Bevölkerung, auch für den Konsumenten. Es ist praktisch die Möglichkeit, eine Leistungsschau zur Land- und Forstwirtschaft zu bieten. Und wir haben hier mit der Baulehrschau, wo wir mustergültige Aufstallungen für tiergerechtes Halten von Nutztieren hier zu präsentieren. Darüber hinaus haben wir das Holzzentrum, wo also für den Waldbauern interessante Details präsentiert werden, aber auch für den Konsumenten das Thema Wald generell, aber auch der Waldboden sehr erlebnisorientiert aufbereitet wird. Es gibt ja spezielle Themen. Ein Thema ist das Thema Frauensache. Was kann man sich als Besucher darunter vorstellen? Dieses Thema haben wir jetzt neu geplant und das kommt ganz gut an. Hier finden die Frau alles, was sie braucht. Also Mode, Schmuck, Schuhe, Beratung für Schminktipps. Fresh Up wird angeboten bei einem Make-up und Farbberatung. Also wirklich, und es soll ein Wohlfühlcharakter entstehen, dass die Frau alle Informationen in einer Hand hat. Ja, ich glaube, dass erstens die Bandbreite, auf der einen Seite Landwirtschaft, auf der anderen Seite die Herbstmesse mit ganz, ganz vielen Konsumgüterthemen und natürlich das Volksfest, was in Ried ja bekanntlich nicht fehlen darf. Also man hat die Möglichkeit, bei einer Ausfahrt, bei einem Ausflug wirklich Information, Einkaufsvergnügen, aber auch Unterhaltung zu erleben. Liebe Oberösterreicherinnen, liebe Oberösterreicher, anlässlich der Rieder Messe 2015 suchen wir die Miss Rieder Messe. Alle Infos finden Sie unter www.riedermesse.at/miss. Bewerben Sie sich und machen Sie mit.